Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gas Station Simulator. Hier bei mir beim Opa Gamer und es geht weiter. Wir könnten theoretisch das Ganze jetzt ablösen mit den 5000. Ich glaube, das werde ich auch tun, weil ich habe die Lager als Lager ziemlich voll. Sprit habe ich keinen mehr. Muss ich gucken, was mich das kostet. Naja. Wenn ich jetzt hier fertig bin mit Ausladen, ist das Lager nicht mehr voll. So, was ist? Ich muss Sprit tanken. Sprit muss ich haben, ja. Kostet 2,30 immer noch. Nützt nichts. Obwohl ein neuer Tag ist, aber fegen müsste ich. Oh Gott. You're amazing. 11 Liter, ne. Brauchen wir nicht mehr anfangen. Muss ich warten, bis der... Noch irgendwo ein Sandhaufen? Ne. Nee. Na komm. Wenn wir schon mal hier sind. Fahren wir ganz schnell durch die Tankstelle. Hat die hier eine Sauerei hinterlassen? Das ist unglaublich. Muss hier alles vollstellen mit Regalen, da können die nicht so viel versauen. So, hier haben wir noch ein bisschen was. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Okay. So, fangen wir mal hier hinten an. Da haben wir nämlich mal noch die meisten. Das klingt nach Tank. Ja, ich komme sofort. Ich muss jetzt nur ganz kurz hier... Sauerei wegmachen. Reparieren, Kasse, alles noch versetzt, besetzt, versetzt, ja. Yep. Ah, keine Ahnung, wir den auch noch, die 150 nehmen wir mit. Hallo? So, 8000. Werkstatt noch versorgen mit Teilen. Ja. Ich mach's trotzdem, auch wenn es langwierig ist. Es gehört dazu und es ist etwas öde. Aber kann es nur noch mal betonen, es sind 150. Da muss ich schon sehr viel Eiscreme verkaufen, um 150 Dollar Gewinn zu machen. Naja, Gewinn, Umsatz halt, ne? So, okay. Ja, das hier ist katastrophal. Ich fege und 3 Minuten später, das ist wirklich ein Vollzeit. Ding. Das heißt, ich müsste mir theoretisch noch eine Kraft einstellen, die hier nichts macht als fegt. Jetzt kann ich hoffen, dass der Sprit mal wieder günstiger wird. Das ist ja Katastrophe.
Aber wem sage ich das? Würde mich nicht wundern, wenn heute wieder die Partygäste kommen. Und den habe ich mal genial hingestellt. He? So, da sieht es noch gut aus. Ein paar Spiegel verkauft. Habe ich keine mehr. Ah, da haben wir noch ein paar. Öl. Batterien muss ich aufpassen, dass mir die nicht ausgehen. So, wenn die Werkstatt nachher mal richtig komplett aufgebaut haben, dann machen wir es mal wieder eine Zeit lang selbst, um zu sehen, was da alles geht. Ne? So, Warehouse hatten wir. Okay, ich könnte jetzt hingehen und sagen, ich mache die Tankstelle. Was bringt mir das dann? Ach, da geht ja noch einiges. Sprühdose. Mehr Dekos. Gebäude-Upgrades. Was auch wieder bedeutet, ich muss jetzt... Ja, ich muss erstmal Geld verdienen. Ich kann jetzt nicht zumachen. Da muss es im Moment mal etwas hässlich bleiben. Weil die 5000 muss ich immer noch zurückzahlen. Ich habe jetzt ja nur die Werkstatt, die Station hier gelevelt. Aber wenn der ja keinen Ärger macht, der Onkel, ist mir das egal. Hab ich, danke. So, was hat denn der jetzt hier vergrößert? Hier rüber. Ach, die Ecke. Ah, jetzt hängt das... Ja, ganz toll. Na super. Und die Kasse nicht besetzt. Ei, Schlapperei. Angestellte. Wohnwagen. Kaufen. Ich brauche jetzt noch einen Angestellten. Sonst wird das hier alles zu schwierig. Einer muss mir die Werkstatt reinigen. Angestellte. Einstellen. Da war da vorhin einer, der hatte Reinigung 5. Guck mal, der George, der macht mir jetzt die Bude sauber. So, Angestellte George, sprich. Aufgabenliste, Tankstelle reinigen. Dann haben wir reparieren, haben wir Kasse, fehlt uns jemand. Kasse macht der Jan. Mal alle wieder bezahlen. Ja, das wird natürlich jetzt etwas, was Geld kostet, ne? Jan macht die Kasse. So. Und der George reinigt. Und Brillen haben wir keine mehr. Alkohol haben wir noch. Da ist ja gar nichts mehr da. Doch, doch, wir haben doch gekauft. Ich muss es nur mal auffüllen. Okay. Haben wir noch Zeitungen? Ja, haben wir noch ein paar. War es schon. Hier geht nicht viel rein. Ja, ich habe es gewusst. Snacks. Okay, wie sieht es mit Hüten aus? Hüte bräuchte man. Wir bräuchten Hüte und... Ja, ich muss hier alles umhängen. Aber das mache ich jetzt nicht. Hüte. Autoprodukte. Brillen. So, und jetzt kommen die Teddybären noch dazu. Hüte. So. 6.
Genau. So, Zeitungen. Ah, die füllen mir immer das Lager so furchtbar. Erfrischungsgetränke brauchen wir auf jeden Fall wieder. Ne, da haben wir. Da haben wir geholt. Snacks waren das. Snacks nehme ich jetzt nur mal die günstigen. Ach, Quatsch. Haben wir Platz. Das ist ja schon mal gut. Rillen. Das sind auch immer gleich so viele, ne? Eis. Na komm. Teddybären warten wir noch bis zur nächsten Runde, bis ich aufgeräumt habe. Den hatte ich, glaube ich, noch. So, dann wird wohl für die Runde hier nicht mehr reichen. Aber wir werden sehen. So. Na Jungs. Ja, Rudi kann hier stehen. Der stört ja nicht. Wir kommen ja alle dran vorbei. Sieht alles noch gut aus. Ne, es sieht gar nicht gut aus. Hier ist keiner, der arbeitet. Was soll denn das? Ricardo. Ricardo. Du reparierst Autos, gell? Der ist fleißig am Reinigen und Amelie macht fleißig die Kasse, wenn Jan fertig ist. Genau. So, perfekt. Da kommt er gelaufen, da kommen meine Sachen. Das ist gut. Na, schaffe ich es vorm Hub? Nee. So, Lager haben wir jetzt 1500. Ich weiß gar nicht, glaube mehr geht, glaube ich gar nicht. Aber das kann gar nicht groß genug sein. Muss mal ganz kurz gucken, ob das Lager tatsächlich. Kann das Lager noch mal vergrößern. Plus 1000, noch mal plus 1000 und noch mal Treibstoff. Weißt du was? Wie viel Geld haben wir denn? Ist mir egal. Jetzt brauche ich mir keine Sorgen mehr zu machen ums Lager. Ich glaube, das ist das Letzte gewesen jetzt, ne? Es geht noch mal. Es geht noch mehr. Gut. Mir recht. Räum mal schnell ein paar Hüte ein, aber die sind jetzt weg. Ich glaube nicht, dass ich das noch schaffe. Ja, die sind alle schon in der Kasse. Das heißt, wird leider nichts mehr. Naja, macht nichts. So, habe ich einen zweiten Hutständer da an der Ecke. Ah, gut getimt. So, da geht auch noch ein bisschen was. Tralala. Zeitung.
Jetzt sind sie weg. Okay. Der George, was ist denn hier? Sieht's aus. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich da helfen kann jetzt. Doch, kann ich. Wo ist denn der Reiniger? So, jetzt werde ich ein bisschen Geld scheffeln. Und dann werden wir zumachen und hier alles aufräumen. Ach, du bist auch noch hier. Dich nehme ich aber noch mit. Muss man sehr genau zielen. Was ist das da oben? Ach, 10 Diebstähle muss ich noch durchziehen. Kann ich ja mal probieren, ob ich das hinbekomme. Ich auch schon lange nicht mehr gemacht, ne? Oh, Meister. Gut. Bitte? Drei. Da. Den haben wir schon, ja. Entschuldigung, ihr Kofferraum ist kaputt. Hier. Ja. Ja. Ah, ne, der ist vorne. Weitermache, schaffe ich das noch. Brauche nur Autos. Naja, sind wieder einige weggefahren. Ne? Wundert mich aber auch nicht bei dem Service. 63, das ist schon wieder zu wenig Sprit drin. Ne? 21 Uhr, dann muss ich jetzt aber warten bis morgen. Wie viel haben wir jetzt schon? Schon 6. Gut. Kasse ist noch besetzt. Werkstatt auch.
So, was wollte ich jetzt machen? Gucken, was der Sprit kostet. Ja, ich muss warten. Ja, kann ich nicht so stehen lassen. Mit der Zigaretten. Automat. Kann ich eigentlich das eh leer? Gute ist. Ich kann den Zigaretten Dings dahin hängen. Das Bild kommt hier hin. Von mir aus. Hier alles wieder loswerde. Ganze Zeugs. Uhr neben den Eingang und das Hängebrett machen wir hier hin. Ja, also mit dem Reinigen, das ist, ich weiß nicht, ist der überhaupt da? Ich habe den noch nicht gesehen. Aber das hatte ich schon mal, da muss ich den entlassen und wieder einen neuen einstellen, da ging's. Kann sein, dass das noch ein Bug ist, weiß ich aber auch nicht. Mehr gesehen habe ich nur nirgendwo. Hauptsache die Werkstatt funktioniert. Ich würde sagen, wir warten jetzt, bis die nächste Partybus durch ist. Da mache ich dicht. Da haben wir wieder ein bisschen Kohle. Da können wir hier aufräumen. Ich kaufe vorher noch ein paar Sachen, die wir dann auch brauchen werden. 45, das dürfte noch reichen. Jetzt wird's eng. Wir haben einen neuen Tag, dann muss ich jetzt bestellen, egal was es kostet. Angestellte Amelie. Boah, 248. Amelie, mach die Kasse bitte. George ist am Ausruhen. Der ist noch am Reparieren. Und Juan ist dann für die Werkstatt. Ja, genau. So, Sprit. Komm, nützt nichts. Ich muss Sprit rein tun, sonst bringt das alles nichts. Guckt ihr das mal an. Gut. Zeitung. Snacks. Ist das hier so dunkel? Ist das, weil die Wände hier so schmutzig sind. So, da ist der Sprit. Habe ich noch Zeit für die vier Stück noch, ne?
Noch einen, ne? Wie Zeit haben wir noch? Egal. Oh, Meister, ausgerechnet. Scheiße. Ah nein, das ist weg. War zu langsam. Ah, wie doof. Schade. Eieieiei. Und das nur, weil er nicht am Rad drehen will. Sag nichts mehr. So, ist hier noch jemand? Hier ist auch keiner mehr. Oh Gott. Es wird schwierig. So, einmal bezahlen, sprich, Gabeliste, Autos reparieren. So, wir haben Kasse und reparieren. Ja, zum Reinigen, der gute Mann, der ist irgendwie... Yep. Ah, hat der Polizei zu lange gedauert, natürlich. Ja. Muss wieder selbst fegen. Ach ja. Ja, müssen wir nämlich später hier mal ganz bös umräumen. Kommen nämlich noch zwei Regale dazu oder drei sogar. Hab ich gesehen. Aber hier ist Fulltime, also da kann er sagen, was er will. Sobald du hier fertig bist vorne, ist hinten alles wieder versaut. Na. Okay, aber ja, Waschhalle steht wahrscheinlich schon ewig ein, habe ich jetzt keine Zeit. So, wenn jetzt George mir wieder die Werkstatt reinigen, die Garage, die Tankstelle reinigen würde. Mal alle bezahlen. Bis er es lernt. Aber der war doch gut da drin. Jetzt muss ich mal gucken, was hier passiert. Kommt der jetzt hier? Da kommt er. Hallo George. Genau. Ja, es ist ja nicht ganz einfach, das Ganze dann hier so zu managen, dass... Oh, jetzt hat es wieder... Jetzt geht es wieder schneller. Ja, hier gibt es noch... Ja, kein Eis. Das ist auch noch die Frage. Wenn jetzt hier das Eis drin ist und im anderen nicht,
würde er es dann trotzdem von da nehmen? Ich bin nicht sicher. Deshalb glaube ich nicht, dass es was bringt, wenn man zwei Sachen aufstellt. Außer bei den Zeitungen, da gehen so wenig rein. Ich glaube, ich werde auch die Kleine dann nachher nicht mehr aufstellen, wenn es mal soweit ist. Also. Ja, mit dem Ding zu arbeiten, muss ich einen Laden, die ich sowieso dicht mache. Ne? Okay. Alkohol. Fahrzeug. Zeug. Oh, hier haben wir genug. Ja, genug hat man nie. Aber so, George macht schon mal sauber. Ich brauche eigentlich alles. Aber Problem ist jetzt wieder. Ich meine, wenn ich jetzt schon zumache beim nächsten Mal, möchte ich ja noch ein paar Sachen hier umbauen. Ne? Das wird ja dann auch noch mal ein bisschen Geld kosten. Hüte, Zigaretten, gleiche Problem, ne? Ich mach das weg. Mal gucken, ob das was bringt. So, was meint die Uhr? 32 Minuten. Dann würde ich sagen, tanke schnell noch einmal alle durch. Und ich bedanke mich schon mal fürs Zugucken und hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gern ein Däumchen da. Oder ein Follow oder wie auch immer. Oder ein paar Kommentare. Konstruktive Kritik kommt immer wieder gern. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Euer Opa Gamer. Ciao.